Na dann, auf einen Carlos André Zigarillo. Liebe Andrea Katrin Löwig, was empfinden Sie beim Rauchen einer Zigarre? Ich teste das nur ganz selten. Und wenn, dann gibt es also, sagen wir mal so, bei mir gibt es wirklich nur ein- oder zweimal im Jahr eine Möglichkeit, wo ich sage, da ist die Atmosphäre da, da sitzt man, da trinkt man vielleicht einen Tropfen Whisky, was ich auch sonst sehr selten mache. Und dann in so einer Atmosphäre mit Freunden darf es auch mal ziehen am Zigarillo sein. Aber da ich natürlich auch Schauspielerin bin und auf meine Stimme achten muss, und das war bei mir schon immer so, dass ich also mehr auf meine Stimme achten musste als andere, ist es bei mir wirklich nur ab und zu der Genuss, und ich dürfte für meine Stimme niemals eine Raucherin werden, die so auf Passion raucht. Rauchen Sie lieber alleine oder in Gesellschaft? Also für mich gehört es nur zur Gesellschaft. Und tatsächlich gibt es noch einen Moment, weil ich einen wunderbaren Jacques Brel-Abend habe, wo ich Jacques Brel in Deutsch singe und aus seiner Biografie lese. Jacques Brel war ja ein Kettenraucher. Und das ist sozusagen ein Moment, wenn ich dann auf der Bühne stehe und meinen Abend gebe, der so anderthalb Stunden geht, dann ist es so, dass da darf dann sogar der Geruch von Zigaretten oder von Zigarillo, am besten natürlich von Zigarillo, weil ich finde, das riecht noch besser als Zigarette, darf dann so durch den Raum schweben, und mein Publikum darf in der Pause auch rauchen draußen, weil das gehört zu der Musik dazu. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Zigarillo? Tatsächlich muss das gewesen sein auf einer dieser Eventveranstaltungen als junge Schauspielerin, wenn ich eingeladen wurde. Vielleicht war es die Goldene Henne oder eine dieser großen Veranstaltungen oder der Filmpreis. Da wurden dann diese Zigarillos und Zigarren verteilt. Und da habe ich, glaube ich, das allererste Mal diese Zigarillos mal probiert und habe gedacht, guck mal an, das ist was ganz anderes als Zigarette rauchen. Und das ist auch ein Duft, der lange im Raum steht. Was trinken Sie zu einem Zigarillo? Da denke ich, zu einem Zigarillo gehört ein Whisky. Das ist einfach so. Und ich bin keine Whisky-Trinkerin. Selbst mein Mann trinkt lieber Gin. Aber wenn so ein Moment kommt und zum Beispiel auch mein Mann mal zur Zigarre greift, zu einem bestimmten, und dann müsste es natürlich irgendwie auf einer Terrasse sein, dann darf es ein Tropfen Whisky sein dazu. Was gehört bei Ihnen zum Genuss? Gutes Essen, guter Wein. Und dann, wenn die Gesellschaft es erlaubt, auch mal ein guter Zigarillo. Verraten Sie uns Ihr Lieblingsgericht? Also ich liebe natürlich Sushi. Das ist tatsächlich so, seit ich Sushi kennengelernt habe, liebe ich diese kleinen Röllchen und diesen Fisch. Das ist etwas Besonderes für mich, wenn ich mir den gönne. Und ansonsten probiere ich mich jetzt in der Küche aus. Bisher gab es natürlich immer ein gutes Stück Fleisch dazu, aber in Sachen Nachhaltigkeit versuche ich meine Familie gerade ein bisschen umzuerziehen auf nur einmal in der Woche und dann etwas besonders Gutes. Kochen Sie gerne? Am liebsten für Gäste. Ich habe natürlich jetzt im Lockdown auch viel für meine Tochter kochen müssen und dann war ich auch irgendwann kochmüde. Aber was ich total liebe, ist Gäste einladen, einen großen Esstisch haben und dann gibt es ein paar Gänge und Gemeinschaft, Gesellschaft. Das ziehe ich jedem Fernsehabend vor. Was können Sie am besten? Das müssen Sie meinen Mann fragen. Weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen Perfektionistin. Aber ich glaube, ich bin ganz gut in meinem Beruf. Und ich hoffe, ich bin auch eine ganz gute Mutter. Was ist Ihr Lieblingsreiseziel? Also, ich möchte noch mal nach Südafrika. Das ist so ein Traum. Und ansonsten habe ich schon einiges auf der Welt gesehen. Und mag es auch, mit der Familie unbedingt einmal im Jahr in die Ostsee zu fahren. Welche Jahreszeit haben Sie am liebsten? Ich kann jeder Jahreszeit was abgewinnen. Wir haben einen Hund, wir gehen, ob im Winter, im Sommer, im Frühjahr, im Herbst, wir gehen unglaublich gern und viel spazieren. Und ich entdecke jedes Jahr die Jahreszeit neu und liebe die Natur über alles. Wie entspannen Sie am besten? Entspannen kann ich tatsächlich auch mal zu Hause auf der Terrasse. Mit wem würden Sie denn gerne eine Zigarillo-Länge oder besser Zigarrenlänge verbringen? Am allerliebsten mit Jacques Brel, aber das geht ja leider nicht mehr. Worüber können Sie lachen?
Ich lache gerne mit meinem Mann und mit meiner Familie. Und insgesamt bin ich sowieso ein fröhlicher Mensch. Also sagen wir mal so, Lachen gehört bei mir mit zum Lebenskonzept. Und worüber lachen Sie überhaupt nicht? Über Geiz und Intoleranz. Da kann ich gar nicht lachen. Da kann ich nur gehen. Was mögen Sie an sich? An mir selbst mag ich, glaube ich, dass ich ganz gut mit Menschen umgehen kann und dass ich die Menschen liebe und dass mir tatsächlich auch immer Menschen begegnen, die ähnlich gestrickt sind wie ich. Und was mögen Sie nicht an sich? Müsste ich echt nachdenken, aber das werde ich hier nicht verraten. Welche Fähigkeit würden Sie gerne beherrschen? Ich würde gerne noch richtig Klavier spielen können. Und das wollte ich schon als Kind, habe aber kein Klavier bekommen. Und dann hat meine Tochter jetzt eine Weile gelernt und das war wunderbar. Aber natürlich ist es ihr jetzt als Teenager zu kompliziert, dauernd zu üben. Und ich habe es noch nicht aufgegeben. Es könnte durchaus sein, dass ich eines Tages noch mal Klavier lerne. Nämlich, wenn ich wieder Zeit habe und die Serie vorbei ist, dann setze ich mich ans Klavier. Und ich möchte auch noch mal so gut reiten lernen, weil das auch dazu gehört, dass ich das im Augenblick nicht darf. In einer Serie darf man nicht reiten, aus Gefährlichkeitsgründen. Und dann möchte ich aber so gut reiten können, dass ich mit einem Pferd mal so durch die Natur spaziere. Was ist für Sie vollkommenes Glück? Ich befinde mich, glaube ich, gerade im vollkommenen Glück. Ich habe eine Familie, wir sind alle gesund. Wir haben uns alle gern. Es gibt die Möglichkeit, auch mal Sachen, die nicht so laufen, auszudiskutieren. Also für mich ist vollkommenes Glück jetzt. Und das größte Unglück? Das größte Unglück wäre, wenn mir das genommen werden würde. Mein vollkommenes Glück. Was war die beste Entscheidung Ihres Lebens? Dass ich immer meinem Herzen gefolgt bin. Dass ich von Kindesbeinen an gesagt habe, was ich will, wo ich hin will. Und das mit so einer Leidenschaft, dass sich mir kaum jemand in den Weg gestellt hat und gesagt hat, du darfst das nicht oder du kannst das nicht oder du wirst das nicht. Was wäre für Sie eine Herausforderung? Bungee-Jumping. Oder irgendwo vom Berg fliegen und segeln. Das wäre eine so große Herausforderung, das steht in diesem Leben nicht auf meiner Wunschliste. Was ist Ihr Lebensmotto? Leben, lieben, lernen, lachen, leiden. Weil alle diese Dinge lassen mich fühlen, dass ich lebe und dass ich auf dieser wunderbaren Erde sein darf. In welcher Zeit hätten Sie gerne gelebt? Nur für einen Moment in den 20er, 30er Jahren mit dieser wunderbaren Musik. Weil ich auch da einen Soloabend habe, Andrea Katrin Löwig von Kopf bis Fuß. Und da verzaubern mich diese Lieder tatsächlich immer wieder. Und wenn ich die dann im Konzert zum Besten gebe, dann kriege ich so viel Feedback von meinem Publikum, unter anderem dem älteren Publikum, die diese Musik lieben. Tatsächlich habe ich so gedacht, so einmal einen Tag in der damaligen Zeit leben, aber natürlich in der, wo alles noch gut war. Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller? Hemingway. Was sind Ihre aktuellen Projekte? Aktuell schreibe ich tatsächlich an einer Biografie, die jetzt irgendwann bald rauskommen soll. Also ich habe das einfach mal erzählt, wie mein Leben so bisher war. Und dann kamen Leute auf die Idee, das muss in ein Buch. Und ein weiterer Soloabend, Lieblingslieder aus meinem Leben, kommt dazu. Vielleicht kombiniere ich das auch mit meiner Biografie. Und aller Freundschaft läuft noch nach wie vor. Also ich habe eine Menge zu tun demnächst. Haben Sie zum Schluss einen Genusstipp fürs Leben für uns? Das Allerwichtigste ist das Jetzt. Und im Jetzt gucken, dass man sich nicht ärgert oder sich nicht einfach von all den Dingen, die um einen drumherum sind, so krank machen lässt, sondern sagt, schau, wo finde ich in welchem Moment das kleine Glück? Und aus vielen kleinen Glücksmomenten wird dann ein großer. Liebe Andrea Katrin Löwig, herzlichen Dank für das sehr anregende Gespräch und für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Bitte schön, gern geschehen.